272 Weltpremieren, mehr als 1.748 Aussteller aus 42 Ländern, das sind die Eckpfeiler der weltweit wichtigsten Mobilitäts- und Transportmesse der IAA Nutzfahrzeuge 2010. Die 63. IAA Nutzfahrzeuge wird vom Verband der Automobilindustrie veranstaltet und findet vom 23. bis 30. September 2010 in Hannover statt. Neben zahlreichen Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren der Aussteller gibt es darüber hinaus rund 40 Fachveranstaltungen und viele spannende Sonderschauen. Die IAA, auf der zahlreiche Innovationen und technologische Highlights der Nutzfahrzeugindustrie präsentiert werden, erweist sich damit erneut als stabiler Pfeiler dieser Schlüsselbranche. Die Messe ist eine Leitmesse, eine nationale Leitmesse, eine internationale Leitmesse. Und ist es für den einzelnen Zulieferer, so ja auch für unser Unternehmen, bedeutsam, auch hier Präsenz zu zeigen, um Kunden anzusprechen, mögliche Kunden anzusprechen, mögliche neue Kunden anzusprechen und auch Bestandskunden. Mit ihrem breiten Spektrum bietet die Messe einen umfassenden Überblick über die internationale Nutzfahrzeugbranche und vermittelt dabei auch ihre ganze Faszination. Zu entdecken gibt es auf der Ausstellung zahlreiche Transporter und Busse mit alternativen Antriebsarten, vom Hybrid bis zum reinen Elektrofahrzeug. Auch in diesem Jahr wieder auf der IAA findet sich der Automotive Thüringen e.V. Mit 11 Unternehmen ist der Thüringer Branchenverband der Automobilzulieferer auf dem Gemeinschaftsstand des Automotive Cluster Ostdeutschland in Halle 13 präsent. Damit ist der AT zugleich der größte Aussteller der Initiativen der neuen Bundesländer. Ja, die Nutzfahrzeug IAA ist für uns aus Ostdeutschland besonders wichtig, finde ich, weil die IAA dieses Jahr erst einmal auch ein Symbol ist des Aufschwungs wieder, der langsam wieder kommt, auch in der Nutzfahrzeugbranche. Und die Nutzfahrzeugbranche auch zu der Struktur des ACOD passt. Und insofern glaube ich, dass wir hier genau richtig sind. Und wir haben auch nicht ohne Grund dieses Jahr wieder einen etwas größeren Stand. Wir haben mehr Aussteller als im vorangegangenen Jahr, wo wir doch, stark Zurückhaltung gespürt haben, dass dieses Jahr wieder etwas besser. Insofern glaube ich schon, ist ein wichtiges Signal für uns und für die Branche, dass wir hier vertreten sind in so einem starken und attraktiven Stand, denke ich. Und wir haben dieses Jahr etwas eingeführt mit der Vitrinenausstellung, was den Zulieferern die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, ohne Personal hier haben zu müssen. Und das wird mehrheitlich von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt jetzt genutzt. Und insofern bin ich dieses Jahr eigentlich mit der Resonanz angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr zufrieden. In diesem Jahr wird der Automotive Thüringen von vielen seiner Mitgliedsunternehmen auf dem Gemeinschaftsstand des ACOD begleitet. Damit nahm die Thüringer mehr als die Hälfte der Ausstellungsfläche des ca. 300 Quadratmeter großen Standes für sich in Anspruch und stellten einmal mehr ihr hohes Potenzial an Innovation und Kompetenz unter Beweis. Ja, wir sind ein Unternehmen im Bereich der Lasermaterialbearbeitung. Wir haben das Portfolio dahingehend ausgebaut, dass wir komplette Blech- und Rohrbaugruppen anbieten, in Zusammenarbeit auch mit Unterlieferanten. Wir können aber sehr viel im eigenen Haus abdecken, vom Laserschneiden im 2D, im 3D-Bereich. Das Laserschweißen ist ein relativ starkes Standbein. Und das Portfolio ist dahingehend ausgebaut, dass wir komplette Baugruppen für die Nutzfahrzeugindustrie, aber auch für die Medizinindustrie, für die Möbelindustrie liefern. Ja, heute sind wir mit dem Plantus da, das ist eine Weltpremiere. Wir haben also Folgendes gemacht, wir haben, nachdem wir den Benny als Demonstrator im Bereich 2009 auf der IAA gezeigt haben, uns weiterentwickelt. Wir haben im Frühjahr diesen Jahres hier den Stromos als Serienfahrzeug dargestellt, hier in Hannover auch präsentiert, wird seit Juni 2010 in Serie produziert. Heute haben wir den Stromos als City Carrier mitgebracht. Das ist also der Stromos, aber mit einer Nutzfahrzeugfläche innen drin, um hier dementsprechend für den urbanen industriellen Anwendern ein Fahrzeug zu haben. Und wir haben natürlich von der Größenordnung nicht beim Pkw Halt gemacht. Wir haben heute ein leichtes Nutzfahrzeug im Bereich 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht mitgebracht. Auch wieder als Demonstrator, wie vor einem Jahr auf der IAA, um unsere Kompetenz zu zeigen. Um hier einfach zu zeigen, auch elektrische Antriebe dem Markt anbieten zu können für diese Gewichtsklasse bis 3,5 Tonnen. Die wesentlichen Highlights sind unsere zwei Neuerungen. Wir haben die neue Klasse, der Tremo T.
der kompakte Schmalspur-Transporter in seiner Klasse ausgerüstet, um da gezielt auch Kunden zu bedienen, die viel Leistung haben wollen auf engem Raum im Transportsegment. Und was uns auch ein sehr emotionales Bedürfnis ist, wir haben hier und heute den M27 als Nachfolger des Wendemodells M26 vorgestellt. Wir präsentieren uns als Summer Group, zum einen mit der Sparte Truck Components, im Wesentlichen für die Nutzfahrzeuge, dann aber auch mit Samag Automotive und am Rande präsentieren wir auch natürlich unsere Maschinenbausparte. Wir sind jetzt schon das dritte Mal hier auf dieser Messe unter dem Namen Samag und immer auf dem Gemeinschaftsstand entsprechend vertreten und nutzen da auch die hervorragende Infrastruktur. Wir erwarten, dass wir nach der Krise, die wir in den letzten zwei Jahren hatten, jetzt einen deutlichen Aufschwung wieder damit gestalten können. Wir haben zwei neue Sensoren mit, einen Hochtemperatursensor, der bis 1300 Grad misst, am Turbolader im Otto-Bereich und für die Dieselabgasnachbehandlung, Thema Euro 6, ein Hochtemperatursensor, der auch die Flammentemperatur im sogenannten HC-Dosiersystem überwacht und kontrolliert und dann später über die OBD-Funktion in die Elektronik meldet. Gerade die kleinteilige Struktur der Zulieferer in Thüringen erschwert vielen den Weg der Globalisierung, weshalb für viele Thüringer Zulieferunternehmen eine Teilnahme an der Messe ohne die Hilfe des AT nicht möglich wäre. Die gemeinsame Präsentation im Netzwerk des AT bringt gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen Vorteile mit sich. Also wir nutzen diese Infrastruktur von diesem Stand und haben entsprechend Kunden, also auch Lieferanten hier und können uns da entsprechend gemeinsam partnerschaftlich präsentieren. Das ist ein Vorteil, ganz klar. Und da wir nicht alle Technologien bedienen können, die wir für unsere Produkte brauchen, können wir uns dann mit den Partnern hier entsprechend gemeinsam auch um Kundenprojekte bewerben. Für uns Tesona ist es sehr wichtig, auf der Nutzfahrzeug-IAA vertreten zu sein. Für uns ist es eine Riesenchance. Gleichzeitig im Rahmen des Gemeinschaftsstandes uns zu präsentieren, das ist eine sehr preiswerte Möglichkeit für junge Unternehmen. Wir sind noch sehr jung, wir haben uns 2007 gegründet und das ist eine ideale Plattform für uns als sehr innovatives Unternehmen, aber kleines Unternehmen, uns hier zu präsentieren. Es ist für uns wichtig, hier zu präsentieren, weil wir dann mit den Mitwettbewerbern oder Kollegen uns unterhalten können und eventuell weitere Zusammenarbeit oder irgendwelche Zusammenarbeiten irgendwie anknüpfen können auf engstem Raum. Und es wäre keine Teilnahme möglich für uns, alleine einen Stand hier zu bewerkstelligen, da wir eigentlich von der Größe her zu klein sind und es geht einfach nicht. Die alle zwei Jahre stattfindende IAA Nutzfahrzeuge fand vor allem bei Fachbesuchern, aber auch bei zahlreichen Vertretern aus der Politik besonderes Interesse. Schon zu Beginn der Messe am 23. September 2010 besuchte die Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen, Frau Christine Lieberknecht, den durch die fünf Länderinitiativen organisierten Gemeinschaftsstand des ACOD. Es ist ganz wichtig, dass wir das Automotive Thüringen haben, denn wir haben ja eine Fülle von Firmen und hier auch zu Synergien zu kommen, sich auszutauschen, ist etwas, was den Standort Thüringen auch besonders attraktiv macht. Im Übrigen ja auch in der Verbindung mit unseren Hochschulen, mit den wissenschaftlichen Einrichtungen, die wir haben. Denn gerade die Kleinen können sich ja oft nicht selber, wie man heute sagt, die F&E-Abteilung leisten, sondern hier sind wir wirklich auf ein Miteinander angewiesen und das wird im Automotive auch garantiert. In persönlichen Gesprächen mit den 11 ausstellenden Mitgliedsfirmen des Automotive Thüringen, welcher seitens Thüringen die Organisation der Ausstellung am Gemeinschaftsstand übernommen hat, konnte sich die Ministerpräsidentin einen Überblick über die Innovationskraft der Thüringer Automobilzulieferindustrie verschaffen. Die Thüringer sind außerordentlich innovativ. Sie stellen sich vor allen Dingen den Entwicklungen im Bereich der Umwelttechnologien. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Zukunftsmärkte zu besetzen. Und ich sehe, dass die Thüringer da gut aufgestellt sind. Als erste Nutzfahrzeugausstellung nach der weltweiten Wirtschaftskrise setzt die IAA neue Zeichen. Technische Innovationen zur Effizienzsteigerung von Nutzfahrzeugen und natürlich Themen zur Verminderung von Schadstoffemissionen gewinnen zunehmend an politischer Bedeutung und stehen so unter besonderer Beobachtung. Also die Aussteller aus den ostdeutschen Bundesländern sind hochinnovativ. Ganz viele Mittelständler
Und die spüren natürlich auch, dass es jetzt auf den Automobilmärkten wieder nach oben geht. Die sind durch eine schwierige Zeit gegangen, aber sie haben sich auch in den Orkanen der Weltmärkte eine unglaubliche Innovationskraft erhalten. Und das spürt man hier. Die ausstellenden Firmen freuen sich über den unerwartet großen Andrang, bedenkt man, dass der Nutzfahrzeugmarkt weitaus stärker von den Auswirkungen der weltweiten Absatzkrise betroffen war als der Markt für PKWs. Der positive Trend ist aber nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch im Interesse an den Zulieferern spürbar. Den positiven Trend würde ich als Trendumkehr aus dem Krisenjahr 2009 heraus interpretieren. Das Jahr 2010 ist nach wie vor schwer und ich bezeichne es auch als Krisenjahr, 2009 und 2010 gemeinsam. Und aber die Trendumkehr ist erkennbar. Die Zulieferer müssen die Chance nutzen, Präsenz zu zeigen, um neue Kunden zu gewinnen. Und der AT kann seinen Mitgliedern natürlich große Unterstützung leisten, auch den kleinen und mittleren Zulieferern hier nationale und internationale Präsenz auf der Leitmesse IAA Nutzfahrzeuge in Hannover zu zeigen. Frei nach dem Motto, nach der Messe ist vor der Messe, bereitet das Netzwerk Automotive Thüringen bereits jetzt schon die nächsten Messeauftritte vor. Als feste Messetermine sind zum einen die in Leipzig stattfindende Messe Z sowie die 64. internationale Automobilausstellung PKW in Frankfurt am Main für das Jahr 2011 geplant.